Jetzt kommen wir zu dem wievielten dritten Krankheit. Was ist die dritte Krankheit? Wir haben Leute, der hat Hasset, Neid. Jemand, der ist Hasset. Wenn du hast Probleme, warum ist er stark, warum bin ich schwach, warum hat er Kinder, ich habe keine Kinder, warum hat er Freunde, ich habe keine Freunde, warum hat er Auto, warum habe ich kein Auto, warum hat er Erfolg, warum habe ich keinen Erfolg, er soll keinen Erfolg haben, er soll keine Familie haben, es soll ihm alles kaputt gehen. Es gibt solche kranke Menschen, er hat Neid, Hasset. Und Hasset ist wie ein Feuer, das alles Gutes wegfrisst. Damit das nicht passiert, liebe Geschwister in Islam, schaut, was Allah Azzawajalla sagt. Bruder Jamal, lies bitte. Medikament gegen Neid. Lies bitte. Allahu Akbar. Guck mal, gewaltig dieser Vers. Nochmal. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أكبر. Ist gewaltig dieser Vers. Das heißt, jetzt wir haben Neid. Jeder Mensch hat im Charakter Neid, ist neidisch. Aber es gibt keinen Neid für Dunya. Für was wir zu ihm beneiden? Der wird doch Erde werden. Seine Schönheit, sein Körper, sein Besitz, sein Ansehen, alles wird verloren gehen. Er wird nur seine Taten mitnehmen. Deswegen, wenn du etwas beneidest, dann beneide jemanden, der Tag und Nacht Koran liest. Der Tag und Nacht spendet mit seinem Geld, die darfst du beneiden. Ansonsten, wen willst du beneiden? Weil er gut Fußball spielt? Was gibt es da zu beneiden? Nach 3 Jahren, er läuft mit Krüppel. Sein Fuß funktioniert nicht mehr. Er ist nicht mehr in der Champions League, wurde rausgeschmissen. Verstehst du? Deswegen, was gibt es da zu beneiden? Allah sagt, lies bitte Taner, laut. Verteidigt war sie die Barmherzigkeit deines Herrn. Stopp, schaut mal. Allah sagt, gibt es jemand, der ist barmherziger als ich? Gibt es jemand auf der Erde, der barmherziger sein kann als Allah? Niemals. Dann warum hast du Neid, wenn Allah jemandem stark gemacht hat, im Wissen stark gemacht hat, im Ansehen stark gemacht hat, im Benehmen stark gemacht hat, im Besitz? Warum bist du mit dieser Barmherzigkeit Gottes nicht zufrieden? Sei zufrieden. Hast du was dafür gegeben? Er hat von dir nichts weggenommen. Hat er von dir was weggenommen? Wenn sein Kühlschrank ist voll, hat er von deinem Kühlschrank was weggenommen? Hat er nicht. Dann warum beneidest du ihm seinen Besitz? Warum akzeptierst du nicht die Gabe Gottes? Warum akzeptierst du nicht die Barmherzigkeit Allahs? Lies bitte weiter, Taner. Wir verteilen doch unter ihnen ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von ihnen über die anderen Rangstufen, damit die einen von ihnen die anderen in Dienst nehmen. Guck mal, eigentlich Allah sagt, diese Unterschiede habe ich gemacht für dich, aber wenn man korrupt ist, wenn man gemein ist, wenn man ungerecht ist, wenn man keine Religion hat wie den Islam, dann er wird das alles missbrauchen, was er bekommen hat. Normalerweise einer ist reich, der eine ist arm. Der Reiche soll den Armen in Schutz nehmen. Der Starke soll den Schwachen in Schutz nehmen. Der Wissende soll den Unwissenden aufklären. Das ist das Ziel. Aber wenn er das nicht tut, dann er wird dafür bestraft. Aber das eigentlich im Nutze dieser Sache. Deswegen, wir brauchen Ärzte, aber wir brauchen auch Straßenfeger. Wir brauchen Reinigungskräfte, wir brauchen Automechaniker, wir brauchen alles. Wären alle Ärzte, wer würde dann uns dieses Haus bauen? Wären alle Maurer, wer würde dann uns Brot backen? Deswegen Allah Azzawajalla schaut, hat in der Erde alles unterschiedlich erschaffen, damit jeder von den anderen abhängig sein soll und in Güte, in Barmherzigkeit zusammenarbeiten soll. Lies weiter. Aber die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie zusammen haben. Das heißt, und das müsst ihr begreifen, Allahs Barmherzigkeit ist höher als das, was du zusammenbringen kannst von Dunya. Was kannst du den Menschen geben? Kannst du Gesundheit geben? Kannst du nicht. Kannst du einem Blinden sein Augenlicht geben? Kannst du einem, der keine Hand hat, ihm wieder seine Hand geben?
Jemand, der seinen Weg geirrt ist, kannst du ihm den rechten Weg führen? Sein Herz ist durcheinander, kannst du sein Herz recht leiten? Das alles ist Allahs Barmherzigkeit. Deswegen sagt Allah, meine Barmherzigkeit ist über das, was ihr sammelt. Was sammelst du? Ist Porsche besser oder deine Gesundheit? Würdest du dein Auge für ein Porsche wechseln? Hä? Es gibt heute Leute, der verkauft seine Niere. Verkauft Niere und denkt, dass er was Besseres bekommt. Und dann ist er enttäuscht. Und dann bereut er das. Deswegen, der klügere Muslim weiß, dass was Allah uns für Barmherzigkeit gegeben hat, ist mehr als die Dunya. Ja. نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواعيد جود مولاك هرعي